Hallo und willkommen bei den Denkreisen und der letzten Folge meiner kleinen versuchten Aufarbeitung des Lebens von Gebert von Aurillac. Gebert hatte also seine Sachen gepackt und floh verbittert zu der einen Familie, von der er wusste, dass sie ihm beistehen würde, nach Osten zu den Ottonen. Ich weiß natürlich nicht, ob er wortwörtlich verbittert war, so detailliert sind die Aufzeichnungen dieser Zeit nicht, doch es erscheint mir natürlich, das anzunehmen, gemessen daran, wie übel man ihm in Westfranken gespielt hatte. Es ist der Sommer 1995 und Gebert geht langsam auf die 50 zu. König Otto, der Enkel jenes Otto des Ersten, der vor vielen Jahren Gebert einen Job als Tutor für seinen Sohn gegeben hatte, ist gerade mal 15 Jahre alt. Doch die Krönung zum Kaiser ist das heiße Thema dieser Tage. Man will damit nicht zu lange warten, denn es sind Kräfte im Spiel, die gegen den jungen Otto gerichtet sind. Fakt ist, dass man sich bis heute nicht darüber einig ist, wann genau Otto III. Zum rechtmäßigen Kaiser des Deutsch-Römischen Reiches wurde. Es ist wohl mehr so, dass die mächtigen drei Frauen hinter ihm, Theophanu, Adelheid und Mathilde, die zu diesem Zeitpunkt gemeinsam die Zügel des mitteleuropäischen Schicksals halten, nur langsam und behutsam in den Hintergrund treten. Doch ungeachtet der offiziellen Krönungszeremonie lernt Otto III. Bereits im Jahr 994 die ersten Regierungsentscheidungen zu treffen. Es ist kein hastiger Prozess und die drei Damen hinter seinem Thron lenken seine Hand und seine Gedanken. Für Gebert war das Timing gut. Er traf genau passend zu einem großen Hoftag in Quedlinburg ein. Er hatte all die Jahre aufschlussreiche Korrespondenz mit den Ottonen gepflegt. Natürlich wurde er mehr als nur wohlwollend am Hofe des jungen Königs empfangen, der gerade dabei war, sich in einen 16-jährigen Kaiser zu verwandeln. Jung, doch in dieser Zeit nicht zu jung. Otto III. Ernennt Gebert zum Erzbischof von Ravenna und macht ihn zu seinem persönlichen Lehrer und Berater. Die Schmach von Reims ist schnell vergessen. Der namhafte Forscher und politisch inzwischen sehr gewiefte Mönch und der Teenager-Kaiser verstehen sich verdammt gut. Gebert hat auch eine sehr bewundernde Beziehung zu Ottos Großmutter Adelheid, die von den Sachsen vermutlich schon zur Lebzeit als eine Art Heilige verehrt wird. Sie soll im darauffolgenden Jahrhundert auch eine echte Heilige werden. Gebers stärkster und visionärster Einfluss auf Otto zeigt sich vermutlich in der Renovatio Imperii Romanorum, der neuen politischen Doktrin, die Otto entwirft und sogar selbstbewusst auf Münzen prägen lässt. Ein neues römisches Reich soll entstehen, in seiner alten Größe doch nun unter der herrschenden Hand der deutschen Kaiser. Eine Vision, die den Ottonen nicht vergönnt war, doch eine Vision, die dennoch zwei Jahrhunderte später durch die Einheit aus Ostfranken, Lothringen, Norditalien und Böhmen durchaus greifbar werden sollte. Im März 996, gerade mal 16-jährig, brach Otto zu seiner ersten Kampagne in Italien auf. Ausgerechnet Papst Johannes der 15., also jener Papst, der so viel Energie aufgewendet hatte, um Gebert von Aurillac als Erzbischof von Reims abzusetzen, hatte sich in dem korrupten Sumpf von Rom so sehr verstrickt, dass nun sogar seine Gönner, die Aristokraten von Rom, mit ihm verfeindet waren. Nun ruft Johannes Otto um Hilfe. Dieser traf dann tatsächlich auch in Rom ein Knabenkönig hoch zu Pferde. Doch Johannes der 15. war nur wenige Tage zuvor verstorben. Ottos Gegenspieler, der mächtige Patrizier Crescentius Nomentanus, bemühte sich gar nicht, einen eigenen Papst aufzustellen. Das hätte auch recht selbstmörderisch gewirkt. Er überließ dies gänzlich dem jungen König und zukünftigen Kaiser. Dies könnte man als eine Geste der Achtung vor dem sächsischen Königshaus deuten, doch vermutlich war das nicht ganz so selbstlos. Es war ein Angebot an den König im Gegenzug dazu, dass Otto keine Strafaktion an ihm vornahm und dass seine deutschen und langobardischen Truppen vor der Stadtgrenze blieben. Otto befürwortete Bruno von Kärnten aus dem Geschlecht der Salier, der ein Urenkel von Otto dem Ersten war. Dieser wurde dann auch zum Papst ausgerufen, als Gregor der Fünfte. Der erste deutsche Papst auf dem Petristuhl. Bruno war damals 24 Jahre alt, als er Papst wurde. Am 21. Mai 996, nur einige Tage später, krönte Bruno von Kärnten, alias Gregor der Fünfte, wiederum seinen Freund und Gebieter Otto zum römischen Kaiser.
Otto trug sich durchaus mit dem Gedanken, Crescentius hinzurichten, doch es soll Gregor der Fünfte gewesen sein, der ihn um Milde bat. So ließ Otto den Crescentius einen Treueeid schwören und befahl ihn ins Exil, doch in jenen Jahrzehnten wog das in Rom nicht so viel. Die Aristokratie, die es gewohnt war, ihren eigenen Papst für ihre korrupten Spielchen einzusetzen, war mit dem jungen, intelligenten Pontifex, den ihnen Otto der Dritte vorgesetzt hatte, nicht zufrieden. Das war ein zu frischer Wind für die mafiaartigen Strukturen, die damals Rom beherrschten. Und doch war die Handlung des jungen, frisch gekrönten Kaisers an dieser Stelle etwas, das sein Großvater und sein Vater vermutlich nie gemacht hätten. Natürlich hatte der Kaiser zur Papstwahl etwas zu melden und theoretisch die Macht zu einem Veto. Doch die nördlichen Kaiser wussten, dass sie Rom nur dann halbwegs kontrollieren konnten, wenn sie dort einen gewissen Rückhalt besaßen. In der Praxis führte das dazu, dass man die Wahl des Papstes den römischen Aristokraten und Klerikern überließ und lediglich das Resultat absegnete. Ottos Großvater und Ottos Vater hatten beide Päpste in Kauf genommen, die sie nicht gerade mochten. Dass nun ein Papst vollständig vom Kaiser vorgeschlagen und eingesetzt wurde, empfand man in Rom als gänzlich unerhört. Es geschah letztendlich nur deshalb, weil Otto III. Mit einer riesigen germanischen und langobardischen Armee vor den Toren der Stadt stand. Rom nahm seine Entscheidung zähneknirschend an. Doch einen Rückhalt in Rom besaßen danach weder Otto noch sein Freund Bruno, der dort als Papst auch noch bleiben musste. Es vergingen auch nur einige Wochen nach Ottos Abreise, als im September 996 Gregor V. von Crescentius aus Rom vertrieben wurde. Er fürchtete um sein Leben und floh in das ihm gesonnene Spoleto. Für die Aristokraten sah es diesmal so aus, als ob sie mit ihrer Dreistigkeit davonkommen würden. Denn Otto III. Konnte nicht einfach so nach Italien zurückkehren. Er steckte zwischen August und Oktober inmitten einer Kampagne in Mecklenburg, um dort die Elbslawen niederzuschlagen. Damit setzt er nahtlos die reguläre Beschäftigung seines Vaters fort. Gerbert von Aurillac begleitete den jungen Herrscher. Für den französischen Kleriker und Wissenschaftler muss eine Reise in die unwirtlichen Gefilde nördlich und östlich der Elbe faszinierend und befremdlich gewesen sein. Otto III. Verdiente sich hier seine Sporen als ein erfolgreicher Kriegsherrscher. So soll er Teile der Region schwer durch Feuer und Plünderung verwüstet haben. Incendio et magna depredatione vestavit. Der Kampf gegen die Slawen wurde nicht einfach nur als ein territorialer Konflikt verstanden. Hier wurde mit Kreuz und Schwert gekämpft, denn die Feinde waren Heiden. Die fränkischen und sächsischen Anführer und Feldherren waren keine klassischen Generäle nach römischem Vorbild. Hier führten kriegerische Bischöfe die Armee an. Ramwart von Minden, Heinrich von Würzburg, Willigis von Mainz, obwohl schon in seinen 60ern ließ es sich nicht nehmen, in Rüstzeug zu Pferde zu reiten. Das ist nicht ohne Ironie, bedenkt man, dass zeitgleich im westlichen Europa die kluniazienische Reform im vollen Gange war, die von Klerikern Frömmigkeit und Milde verlangte, während diesen Bischofsfürsten in Mecklenburg das Blut von den Schwertklingen tropfte. Für den äußerst intelligenten Gerbert von Aurillac mochte das Gebaren der sächsischen Fürsten in den slawischen Territorien blühender Unsinn gewesen sein. Zeitverschwendung. Ich fabuliere da einfach mal ein wenig, doch es ist bekannt, dass Gerbert sicher war, dass Otto die große Leinwand im Blick behalten sollte, die gesamteuropäische Bühne, und diese würde sich stets um Rom und den Süden drehen. Doch vielleicht mochte Gerbert einfach das ostdeutsche Wetter nicht. Karl-Heinz Deschner findet nur harsche Worte für den Feldzug gegen die Elbslawen. In seiner Kriminalgeschichte des Christentums, Band 5, schreibt er auf Seite 566, der Historiker Althoff sagt, die Antriebskräfte scheinen weit eher der Drang nach Rache, die Gier nach Beute oder Tributen gewesen zu sein, die die sächsischen Markgrafen und Bischöfe nicht selten auch ohne den König und ohne seinen Auftrag tätig werden ließen. Das mag in manchen Fällen so, in anderen anders gewesen sein. Für uns und die Opfer sind diese Unterscheidungen nicht so relevant. Denn ob christliche Grafen, ob Bischöfe irgendwo eigenmächtig rauben und töten oder ob sie einer zentral gegebenen Weisung folgen, das wie jenes gehört ohne Zweifel zur Kriminalgeschichte des Christentums.
Nach 997 hatte Otto III. Gegen die Liutizen gekämpft. Doch als er in den Süden zog, als er der Italienpolitik den Vorzug gegenüber der Ostpolitik gab, und zwar unter dem Einfluss offenbar vor allem des Gebär von Aurillac, des künftigen Papstes, wollte man Ruhe im Osten und schloss mit dem Feind Frieden. 14 Jahre hatte man ihn unentwegt bekriegt, fast jährlich mindestens durch einen Waffengang, in manchen Jahren sogar mehrmals. Selbst die Böhmen und immer wieder die christlichen Polen wurden gegen die Heiden aufgeboten. Plötzlich aber ging es auch friedlich. So kehrte Otto III. Ins Frankenland zurück und folgte sogleich den Hilferufen seines Freundes Gregor V. nach Italien, zu einer Reise, die man später in Geschichtsbüchern als den Zweiten Italienfeldzug nennen wird. Insgeheim wird er sich geärgert haben, dass er auf Gregor gehört hatte und Crescentius nicht köpfen ließ. Heutzutage sagen wir mal gerne, keine gute Tat bleibt ungestraft. Ich bin sicher, es gab auch damals ähnliche Sprüche. Ich möchte an dieser Stelle einen Ausschnitt aus dem Buch Schwertgenossen Sasnotas von Franz Gurowski lesen. Crescentius, der sich während der Anwesenheit Ottos ruhig verhalten hat, der vertrieb nun mit seinen Milizen den Papst aus Rom und ernannte den Erzbischof von Piacenza als Johannes den 16. Papst Gregor V. gelang es, nach Deutschland zu entkommen. Er war nunmehr endgültig geheilt und beschwor Otto, wieder nach Italien zurückzukehren. Da dieser die Absetzung des Papstes nicht dulden durfte und um einer Schneeballwirkung dieses Handelns zu entgehen, begann der Marsch mit einem starken Heer schon im folgenden Jahr 997. Als Otto III. Sich Rom näherte, bekamen es die Römer mit der Angst zu tun. Sie fingen den fliehenden Gegenpapst, dem sie wenig vorher noch zugejubelt hatten, und schnitten ihm Zunge und Nase ab. Zudem stachen sie ihm noch die Augen aus. Mit diesen Brutalitäten sollte Otto III. Milde gestimmt werden. Otto hielt ein Strafgericht, wie es sich die Römer in ihren schlimmsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Der Gefangene Crescentius wurde enthauptet und zusammen mit 12 seiner engsten adeligen Anhänger an den Beinen aufgehängt. Otto III. Blieb nunmehr 2 Jahre in Italien und lehrte seine Gegner das Fürchten. Die Brutalität des Strafgerichts von Rom hatte einen verstörenden Aspekt. Der verstümmelte Erzbischof von Piacenza alias Johannes der 16. hieß eigentlich Johannes Philagatos und war Jahre zuvor der Lehrer von Bruno von Kärnten, dem jetzigen deutschen Papst Gregor V. gewesen. Die Grausamkeit, mit welcher der junge Otto III. Davor gegangen war, rief Entsetzen und auch Kritik hervor. So trat der fast 90-jährige Einsiedler Nilus von Rossano, auch als der heilige Nilus bekannt, vor Kaiser Otto und Papst Gregor und flehte um Gnade für den gestürzten Gegenpapst. Und das, obwohl er noch ein Jahr zuvor Johannes den 16. massiv kritisiert hatte. Doch die beiden jungen Aristokraten blieben hart. Sie waren selbstbewusst und sie hielten sich möglicherweise für eine neue politische Avantgarde, die Kustoden eines neuen Zeitalters. Möglicherweise fürchteten sie auch, dass ihre deutlich älteren Gegner sie, die beiden jungen Männer, nicht hinreichend respektieren und ernst nehmen würden, wenn sie zu soft waren. Heute werden diese Ereignisse vielseitig gedeutet. Es heißt, dass die eigentliche Verstümmelung von Johannes Philagatos etwas war, das weder Kaiser noch Papst Gregor befohlen hatten. Es hatte sich gänzlich ihrer Kontrolle entzogen. Doch selbiges konnte man nicht über die schaurige Prozession sagen, die der Papst mit dem verstümmelten Johannes veranstaltet hatte. Diese wurde eindeutig von den Ottonen befohlen. Die Historiker haben auch eine Erklärung für diese demütigende Grausamkeit. Dies war die schnellste und wirksamste Art, Rom und Italien zu präsentieren, dass der Erzbischof von Piacenza nicht mehr liturgietauglich war. Die Verstümmelungen in seinem Gesicht machten es nach damaliger Sitte unmöglich. So sah es ganz Rom mit eigenen Augen und so sprach es sich in kürzester Zeit in ganz Italien herum. Johannes Philagatos, Erzbischof von Piacenza, durfte sich dann in ein Kloster zurückziehen und seine Wunden heilen. Er lebte damals noch ganze 15 Jahre. Das hier von Franz Gurowski stark romantisierte Bild von Otto III. Wird heute auch deutlich nüchterner zusammengefasst. So schreibt der Historiker Jan Dont hierzu: Crescentius wurde erst nach der Erstürmung der Engelsburg gefangen genommen. Er wurde auf deren höchsten Turm geführt und vor den Augen der Menge enthauptet. Danach wurde die Leiche die Mauern der Engelsburg hinuntergestürzt. Man knüpfte den Leichnam schließlich auf dem Monte Mario mit den Füßen nach oben an einem Galgen auf. Neben ihm hängte man 12 Männer auf, die Anhänger des Crescentius gewesen waren. Der Kaiser war damals 18 Jahre alt. Er hätte nach der Befriedung Roms eigentlich nach Deutschland zurückkehren müssen,
wo nicht nur die Ostgrenze und die Nordgrenze stark bedroht wurden, sondern wo es auch zu eigenmächtigen Handlungen von Fürsten kam. Doch Otto der Dritte blieb in Italien. Dieser Kaiser, der nur 22 Jahre alt wurde, ließ sich in immer stärkerem Maße von der großartigen Phantasmagorie einer Weltherrschaft leiten. Die Unabhängigkeit der europäischen Völker wurde von ihm so weit anerkannt, wie sie ihrerseits bereit waren, ihre freilich zu nichts verpflichtende Zugehörigkeit zum universalen Kaiserreich zu akzeptieren. Und natürlich findet auch Karl-Heinz Deschner, der bekanntlich für christliche Mittelalterpolitik wenig übrig hatte, auch hier keine wohlwollenden Worte für die beiden jungen Weltenherrscher Otto III. Und Gregor V. So schreibt Deschner: Deutsche Quellen sprechen von der römischen Jauchegrube, die der Kaiser habe säubern müssen. Sie schimpfen Crescentius perversus memberum diaboli und noch Gerd Althoff, der ja gerade hier manches gegen Kaiser und Papst vorbringt, will dann doch bei der Brutalität entlasten, indem er sie weniger aus individuellen Befindlichkeiten wie Rachegelüsten, Enttäuschungen und Erbitterung erklärt, als durch die Spielregeln des 10. Jahrhunderts, die Regeln der Zeit. Unterlegenen habe man zwar Milde gewährt, aber nur einmal, beim ersten Mal, und bei Rückfällen keine Schonung gekannt. Das ist ein gutes Beispiel für eine extrem postmoderne Breitseite, die Deschner hier abfeuert. Ich kann leider niemandem die persönliche Entscheidung zwischen einer apologetischen oder postmodernen Sichtweite unserer Geschichte abnehmen. Das ist etwas, das jeder für sich selbst beantworten muss. Und ich habe zu dem Thema ja schon das eine oder andere Video aufgenommen. Die Ordnung mochte für eine Weile wiederhergestellt worden sein, doch der deutsche Papst Gregor V. lebte nicht lange. Am 18. Februar 999 starb er in Rom. Es wird weitgehend angenommen, dass ihn Malaria dahingerafft hatte. Er war nur 27 Jahre alt. Für Otto III. Galt es zügig, einen neuen Papst zu ernennen. Der Gedanke lag nahe, den Bischof von Ravenna zu berufen. So wurde 999, fast 50-jährig, Gerbert von Aurillac zum Oberhaupt der Kirche. Er war der erste Westfranke, also Franzose, der die Tiara trug. Es war alles andere als Willkür, dass er sich den Papstnamen Silvester II. Zulegte. Diese Anspielung verstand damals jeder. Gerbert hatte Ottos Gedanken beflügelt und ihm häufig suggeriert, dass der junge Ottonenkaiser ein neuer Konstantin der Große war. Eine schwärmerische Vorstellung, die gerade durch die Tatsache verstärkt wurde, dass Ottos Mutter Theophanu eine Byzantinierin war und dort aus dem kaiserlichen Geschlecht stammte. 6 Jahrhunderte zuvor, im 4. Jahrhundert, soll zwischen dem byzantinischen Kaiser Konstantin dem Großen und dem Papst Silvester I. ein starkes Bündnis bestanden haben, das formend auf die Gestalt des Christentums und Europas gewirkt hat. Die Symbolik, dass sich nun Gerbert als Ratgeber von Otto III. Den Namen Silvester II. Zulegte, war recht eindeutig. Hier beschwor man ein neues Zeitalter herauf.